Ein herzliches Willkommen zurück zu Knights of the Old Republic. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen durchgeklickert. Und ich möchte das mit dem Verhör machen. Ich habe jetzt zumindest mal rausgefunden, eine Methode, die funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich dachte mir jetzt am Ende einfach mal, ich versuche nicht in allen drei Sparten etwas hinzukriegen, sondern halt quasi eine komplett. Da also, dass er ja in einer alles dann quasi mit Erfolg beantwortet. Und ich habe jetzt mal alle ein bisschen rumprobiert und die einzige, die wirklich funktioniert, war jetzt tatsächlich die letzte, also die hier mit Taylor. Wenn ich jetzt versuche zu überreden, Nein. War jetzt nur einmal Erfolg. Okay, dann gehen wir zurück, fangen von vorne an. Taylor, ihr wollt... Nein. Fehlschlag, Fehlschlag. Also vielleicht ist es auch manchmal Zufall, gerade eben hat es funktioniert, deswegen probiere ich es jetzt weiter. Ihr wollt... Zwar dreimal Fehlschlag sogar. Ihr wollt... Nein. Das ist jetzt der Vorführeffekt, gerade eben hatte ich es, ich schwör's euch. Ja, es könnte... Erfolg, nein. Erfolg, okay, Erfolg. Okay. Ja. Ich sage euch alles, was ihr wissen wollt. Wie lautet der Sicherheitscode für die Sith-Basis? Er ist... Zeta 245698 Alpha. Bitte aufhören! Gut. Mit diesem Code müsstet ihr problemlos in die Basis der Sith kommen. Aber beeilt euch, bevor die Sith merken, dass wir ihren Spion geschnappt haben. Okidoki. Hast du nochmal was dazu Habt zu sagen? Habt ihr die Daten unseres Druiden aus der Sith-Basis geholt? Nee, du willst Zeit. Ja warten, bis ich das geholt... Ja gut. Ich muss ja eh nochmal darüber. Ich muss ja zum Swoop rennen, nochmal mit dem einen Typen reden. Wir haben jetzt noch nicht einmal gekämpft, seitdem wir hier auf meiner Arm sind, gell? Ich glaube, ich weiß schon, warum mir der Planet gar nicht gefallen hat. Weil nur reden ist auch anstrengend. Vor allem, wenn sie dann nicht mal Basic sprechen, sondern dich mit irgendeiner Aliensprache zu palavern. Ich muss meine Begleiter nochmal wegtun. Für die Kopfgelder darf ich ja nur alleine sein. Weg. Ich muss mit Itor Gulder reden. Könnt ihr ein Treffen arrangieren? Ihr wollt euch mit Itorak treffen. Verzeiht mir meine Skepsis, aber ihr seht nicht gerade aus wie einer unserer Kunden. Wir zählen viele galaktische Senatoren zu unserem Kundenstamm. Macht überreden. Ich vertrete einen wohlhabenden Kaufmann an Coruscant. Ja, ihr habt irgendwas an euch. Ihr seht aus wie jemand, der den Reichen und Mächtigen dient. Unterwürfig, kriecherisch. Das habe ich in einem eigenen Spiegel schon viel zu oft gesehen. Sehr wohl, ich werde ein Treffen mit meinem Chef arrangieren. Die Sith erlauben Itorak, seine Geschäfte in ihrem unbewachten Hangar abzuwickeln. Geht zu den Landungsdecks, wir werden dort auf euch warten. Okay, alles klar. Das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Wobei ich mich von hier aus sogar dahin teleportieren kann. Zumindest nahezu. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Sith-Basis. Wenn ich schon hier bin. Und wir müssen dann nochmal nach Tatooine. Und auf Kashyyyk einen Typen umbringen. Den Gestaltwandler. Gesperrt. Nur wer Geschäft... Ich kenne den Code. Ach, wirklich? Ihr habt in der Botschaft also etwas zu erledigen. Schön. Und was genau? Zeta 245698 Alpha. Na gut. Anscheinend sagt ihr die Wahrheit. Los, rein mit euch. Thanks. Finde ich auch gut, dass die Sith-Botschaft anscheinend deutlich größer ist. Wie bist du hier reingekommen? Wir sind autorisiert hier zu sein. Ja, wobei Machtüberreden funktioniert ja bei den höherkarätigen nicht. Deswegen, ich kenne den Code. Deine Zugangskarte ist ungültig.
Außerdem kenne ich dich nicht. Warte, das haben wir gleich. Commander Gran, zu mir, sofort! Haben Sie diese Personen hier reingelassen? Ich kenne sie nicht. Und ihre Ausweise sind gefälscht. Das sind Spione. Was? Alarm! Alarm! Droiden, vernichtet sie! Aber ich wollte doch nur mal diese Uniform anprobieren. Lähmungsfeld! So sei es. Gut, soviel zum leisen Eindringen. Ichani Floret. Mensch, 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 diese Ichani. Nervenimplantat. Wenigstens mal ein bisschen kämpfen. Eine Mine. Okay, da geht's anscheinend hoch. Versiegelte Tür. Oder ich komme über die zurück. Kontrollraum. Hi! Es wird dein Ende sein. So, hier, nimm das. Irre ich mich oder macht HK-47 gut Damage? Oh, warte mal. Was? Wasserpumpen? Wasserpumpenanalyse. Commander Hasek, betreff Wasserversorgung des Thermalheizsystems. Was hast du dir dabei gedacht? Wieso hast du den Luftschleusenmechanismus auf dem einzigen Weg zur Nordseite der Basis installiert? Jetzt müssen alle wissen, wie man das Wasser von einem Raum in den nächsten pumpt, ohne versehentlich den Raum, in dem man sich selbst befindet, unter Wasser zu setzen. Wir haben allein in dieser Woche 7 Trooper verloren. Wenn ich das nächste Mal hier bin, ist das Problem gelöst, verstanden? Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr meine Leute zu verlieren, während ich mich um diese Zelkath kümmere. Adjutant, tut mir leid, Sir, aber wir mussten von dem Pumpenmechanismus austauschen. Nachdem einer dieser Fischmenschen in eine der Ausgangsöffnungen geschwommen war. Die externe Durchflussreiniger leiten das Wasser jetzt nur noch in die nördliche und in die südliche Kammer. Die internen Durchflussreiniger regulieren den Wasserstand im Osten und Westen. Sie müssen das Wasser also nach Süden oder Norden pumpen und anschließend nach Osten oder Westen umleiten. Dann kann nichts passieren. An den Anzeigen der Durchflussregler sehen Sie, ob der benachbarte Raum geflutet ist. Wir haben außerdem ein paar Lebensformdetektoren installiert. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Wir tun wirklich unser Bestes, um das System in Gang zu halten. Bekommen, Sir. Aber die Selkaf überwachen unsere Basis. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja gut. Türsteuerung. Dann dürften die es ja aber auch mitbekommen. Wenn ich jetzt hier unten so einen Krawall veranstalte, oder? Kontrollraum. Oh. Lähmungsfeld. Ihr könnt nicht gewinnen. Naja, man kann sagen, was man will, aber meiner Macht widerstehen sie nicht. Der hat ein Lichtschwert gedroppt, was keinen Namen hat. Ah, das ist ausbalanciert. Okay. Wäre dann für die Nebenhand praktisch. Was ist hier los? Verbesserter Oralverstärker. Der da. Bewusstsein 4. Naja, gut. Haut mich nicht from the Hogge. Wartungsraum. Fehlerhafter Kriegsdruide. Oh, hi. Seid mal alle gelähmt.
hat halt echt funktioniert. Hab ich gerade Machtblitz verwendet oder Bastila? Bastila kann den doch gar nicht. Ja? Defekter Druide. Datenmut. Ah, das ist der Druide, den ich besorgen sollte. Schlüsselungstool. Kann ich da lesen, was drin steht? Da. Nein. Hat er mir mit einem Schuss gerade so viel Schaden gemacht? Ich kann die nicht stunnen, die Druiden. Oh ja, die machen sakrisch viel Schaden. Ach du heilige Scheiße. Alter, was stimmt denn mit denen nicht? Die sind ja komplett broken. Modus aktiviert. Beendigung benötigt. Droideneffizienz pur. Aktiviert Waffe. Ach du Heilige. Die hätten ruhig mehr EP geben können. Die waren ja übel. Hi. Toll, nochmal zwei solche Droiden. Und ich habe keine Macht. Was kann ich tun? Kannst du die... Nein. Okay, aber die sind schwächer. Die haben anscheinend nicht diese Flammenwerfer und was die in dem Raum vorher hatten. Droppt aber auch nichts, hm? Nördlicher Computerraum. Macht das Damage? Ja. Nur an Menschen? Lasst mal voll heilen. Hier bin ich. Ich glaube, wenn ich schnell genug bin, komme ich da durch. Speichern. Bewusstlos geschlagen. Armer HK. Aber er müsste eigentlich von selber wieder aufstehen. Ah, ich kann es hier deaktivieren. Bewusstlos geschlagen. Easy. Computerkontrollfeld. Gut, da kann ich es wahrscheinlich auch nur deaktivieren, oder? Nee. Ah, hier kann ich alles ansehen. Östliche Unterkünfte. Leitung überlasten, brauche ich nicht. Sicherheitsraum. Energiefeld deaktivieren. Nice. Computersicherheitsraum. War ich auch noch nicht. Sicherheitsempfang, da war ich. Training. Da ist ein Jedi. Und zwei Selkath. Interessant. Das Kontrollraum. Okay, kann ich viel machen, aber bringt nichts, weil alles tot ist. Dampfkontrollraum, da bin ich gerade. Demontageraum. Da ist der Druide. Okay. Akzeptiert. So. Ich
speichern. Lustig, dass ausgerechnet hier dieser Raum für so viel, also ich hier so auf so viel zugreifen kann von dem Computer aus. Aber da habe ich jetzt ein paar Räume gesehen auf den Kameras, in denen ich noch gar nicht war. Also, wo ich nicht mehr weiß, wie ich da hinkomme. Aber vielleicht ja durch diese Barriere, die ich jetzt hier deaktiviert habe. I am expanding like a Flitzebau. Hier bin ich. Oder der Tapferkeit. Klar. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir fokussieren unsere gesamte Feuerkraft auf diesen einen da. Was kann ich tun? Ja? Easy. Okay. Ich greife nicht an. Warum nicht? Jetzt. Aktiviert Waffen. Verbesserter Gravitationsgenerator. Zweimal. Östliche Kasernen. Nein, das wollte ich nicht. Aua. Wo diese Granaten herkamen, habe ich gerade nicht verstanden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die beiden da drin die geschmissen haben. Jetzt heil doch! Hallo! Alter! Oh oh. Das war klar. Im Kampf gelingt das irgendwie lustigerweise nie. Sowas? Nein. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Dampfdruckkammern. Gift, hier, nimm das. Ja? Das heißt, ich hätte auch so rüberkommen können. Naja, musste ich ja nicht. Kann ich hier an dem Schreibtisch noch irgendwas Tolles machen? Nein. Hat mich jetzt eine Sonne gekostet, das überhaupt sehen zu können. Naja. Ja, manchmal steckt sie nicht drin, nicht wahr? Das ist bestimmt der Raum mit dem Jedi und die zwei Selkaf. Jupp. Okay, ich sehe irgendwie aber nur die Jedi gerade. Giftet. Schwere Splittermine. Die kann ich wahrscheinlich nicht entschärfen, richtig? Fähigkeit zu niedrig. Ja, Sprengstoff nochmal plus 3. Immer noch nicht. Na, dann entschärfe ich sie wenigstens. Immerhin. Immerhin, das geht. Ja? Kein Problem! Verstanden. Biotoxin-Implantat. Das macht mich immun gegen Gift, wenn ich mich nicht irre. Kein Problem! Verstanden.
Eriadu-Kraftverstärker, das ist das Ding, was Bastila trägt mit dem plus 2 Stärke. Aber ich finde es bei mir ganz gut, wenn die Verteidigungswerte stärker sind als die Angriffswerte. Das heißt, Kampf mit zwei Waffen zu skillen war halt wirklich nicht die klügste Idee. Aber mein Gott, ich wusste es vorher nicht. Zelkath-Schüler. Okay. Nimm das. Aber hey, wenn ich im Nahkampf kämpfe, treffe ich wenigstens sogar. Also ganz useless war es ja nicht. Mal ab davon. Schlafsaal. Hallo. Oh, hi. Eindringlinge, sollen wir Alarm auslösen, Shaza? War Shaza nicht die Fall... dieser... von dem einen, die ich finden soll? Shaza oder Shaza? Zelkath, Sith. Ich bin einfach hier, um euch alle zu vernichten, die sich mir in den Weg stellen. Shaelas hat mir den Auftrag erteilt, das Verschwinden der jungen Zelkath zu untersuchen. Ich hab dir gleich gesagt, dass dein Vater Verdacht schöpfen wird, Shaza. Er hat die Sith schon immer gehasst. Mein Vater versteht das nicht, der ist blind vor Hass. Die Sith lehren uns den Umgang mit der Macht. Unsere Allianz mit den Sith wird Manaan und die Zelkath stärken. Gut, ich wusste, die Sith würden siegen. Ah, ihr seid nicht so dumm wie die anderen. Es freut mich, dass auch die Jedi so die Stärke der Sith erkennen und das Richtige tun, wenn die Zeit kommt. Wenn ihr meinen Vater trefft, sagt ihm, dass ich nicht zu ihm zurückkehren werde. Ich habe mich den Sith angeschlossen. Überlegt euch, was ihr tut. Ja. Okay, ich kann sie jetzt nicht mehr töten. Mein Gott, dann ist es halt so. Dann bleiben sie jetzt am Leben. Oder? Ich hab gerade den Speicherstand überspeichert, gell? Ja. Ne, dann bleiben sie jetzt am Leben. It is what it is, Leute. Stille. Ich soll irgendwas Shaza sagen, wegen der Sith. Habe ich jetzt ein Datapad aufgehoben? Dieser gefolterte Zelkath hat eine Art Talisman bei sich. Ich find's gut, dass das anscheinend ein Raum weiter ist. Shaza hat keinen sehr großen Horizont, wie mir scheint. Nee, ich kann auch nichts mehr sagen. Also die Geschichte ist vorbei. Oh, hey! Ihr dürft ihn schon angreifen, nicht so zaghaft. Das mit der Betäubung klappt auch recht häufig. Wie bist du hier reingekommen? Warte, ich kenne dich. Lord Malak war sehr wütend, als er von deiner Flucht von Taris hörte. Er hat ein beträchtliches Kopfgeld auf deinen hübschen Kopf ausgesetzt. Kommentar. Der Meister ist unverwundbar. Und nun lauft, während ich meine Blaster auflade. Meister, weist uns die Ehre, euch bei der Vernichtung dieses Feindes der Sith zu helfen. Wie ihr wollt, meine eifrigen Schüler. Wir werden diesen Dorn ein für alle Mal aus Malaks Guck mal, wie cool das Lichtschwert von ihm ausschaut. Au! Proteineffizienz pur. Nimm das! Aktiviert Waffen! Mensch, was für ein epischer Kampf. Da wäre ich ja fast in Bedrängnis geraten. Robe eines dunklen Jedi-Ritters. Das ist aber die ich schon habe. Aber mich nervt es halt, dass ich diese Meisterrobe anhabe. Sie ist halt leider auch von den Werten her das Beste, was ich gerade anziehen kann. Robe eines dunklen Jedi-Meisters. Okay. Mein Gott. Ich bin zwar nicht so ganz zufrieden mit dem schwarzen Look, aber
Es passt nicht, dass ich so eine helle Seite Robe trage. Datapad. Was steht da drin? Dies scheinen die persönlichen Notizen des Sith-Meisters von Manaan zu sein. Offensichtlich haben die Sith versucht, leicht beeinflussbare junge Sekar für die dunkle Seite zu gewinnen. Gegen Ende des ausführlichen Berichts wird deutlich, dass die Sith sie dazu benutzen wollten, um die momentane Regierung zu stürzen und eine Marionettenregierung einzusetzen. Tja, sie machen halt nichts ohne Gegenleistung. Wahrscheinlich kann ich das jetzt trotzdem nicht mehr Shaza sagen. Also, ob ich es jetzt will oder nicht. Es geht nur um das Ob. Nein. Gut. Shaza, du kannst hier bleiben und, weiß ich nicht, Shaza-Dinge tun. Shazam! Ich gehe dann mal. Wozu haben die da eigentlich hier diese Druckausgleich-Dinger, wenn sie doch jedes Mal außen rumlaufen können? Das erscheint mir relativ nutzlos. Was weiß ich schon. Falsch. Aber interessant, dass die Tür versiegelt ist. Wo komme ich denn da raus oder hin? Nebeneingang. Kann das sein, dass ich durch den Hangar da irgendwie reingekommen wäre? Weil ich hätte ja auch in den Hangar gehen können. Oh Mann, wer ist jetzt schon wieder nicht am Start? Hier bin ich. Meister? Die sind ja beide wo ganz anders. Er kommt jetzt von hier und sie von da. Ihr seid echt zwei Besondere. Ihr dort Mensch, sie stehen hiermit unter Arrest. Ihr werdet mich nicht lebend bekommen. Seid nicht albern, Mensch. Die gesamten Streitkräfte von Manaan stehen uns zur Verfügung. Ihr werdet euch unter Autorität unterwerfen. Obwohl die Botschaft der Sith zum Hoheitsgebiet des Sith-Imperiums gehört, haben wir dort eine alarmierende Anzahl an Waffenfeuer und Detonationen beobachtet. Der Stab der Botschaft antwortet nicht auf unsere Fragen. Es sieht so aus, als wäre der Kontakt abgebrochen. Unsere Kameras haben aufgezeichnet, wie ihr die Basis betreten habt, kurz bevor der Kontakt verloren ging und der Kampf begann. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ihr für die Aufregung hier verantwortlich seid. Und ihr werdet hiermit unter Arrest gestellt. Ihr werdet mit uns kommen, um auf euren Prozess zu warten. Eure Begleiter haben als Zeugen auf eurem Schiff zu verbleiben. Und es ist dem Schiff nicht gestattet, Manaan zu verlassen. Wir gehen jetzt. Leistet keinen Widerstand, sonst müssen wir mit Gewalt anwenden. Seid gegrüßt, Mensch. Man nennt mich Wallace und ich stehe euch für die Dauer des Prozesses als Schlichter zur Seite. Als Schlichter? Ja, Schlichter. Ich verteidige euch vor den Richtern der Sekar. Ich werde versuchen zu beweisen, dass ihr den schrecklichen Verbrechen nicht begangen habt, der ihr angeklagt seid, Außenweltler. Ich kann mich selbst verteidigen. Obwohl ihr das Recht dazu habt, rate ich davon ab, da ihr unter Arrest steht, könnt ihr wohl kaum Beweisen für eure Unschuld zusammentragen. Außerdem glaube ich, dass Außenwälder und Selkath nicht wirklich verstehen. Es wäre besser, wenn ihr mir eure Verteidigung überlassen würdet. Wie wollt ihr mich frei bekommen? Ich werde zuerst einige Fragen zu den Ereignissen stellen, die zu eurer Verhaftung geführt haben. Ich habe bereits alle relevanten Daten über euch und eure Begleiter erhalten. Also können wir darauf verzichten, aus welchem Grund habt ihr die Botschaft der Sith betreten. Ich hatte die Genehmigung, sie zu betreten. Tatsächlich, das ist sehr unwahrscheinlich, Außenweltler. Doch vielleicht stehen euch die Richter aufgeschlossener gegenüber. Welche Verbindung bestand zwischen euch und den Sith? Gibt keine. Ich bezweifle das und die Richter werden es auch nicht glauben. Ihr Außenwälder trefft euch doch immer untereinander. Ich sehe zwischen euren beiden Gruppen keinen großen Unterschied. Das sollten alle Informationen sein, was ich von euch benötige. Wir können mit der Verhandlung beginnen, wann immer ihr es wünscht. Müsst ihr nicht noch weitere Fragen stellen? Ich habe alle Informationen, die ich benötige. Wir sollten jetzt fortfahren. Die Richter warten.
Ich denke, ich werde mich lieber selbst verteidigen. Obwohl ihr das Recht dazu habt, rate ich davon ab. Bla bla bla. Ich sagte nein, Fischkopf. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich verteidige mich selber. Lass mal gucken. Euer hohes Ansehen unter den Außenwäldern auf Mana An mag dazu führen, dass sie euch einiges nachsehen. Doch die Tatsache, dass ihr ein erfolgreicher Swoop-Rennfahrer seid, hilft euch hier nicht weiter, Mensch. Ihr werdet beschuldigt, viele Sith ermordet und erheblichen Sachschaden in ihrer Botschaft angerichtet zu haben. Worauf plädiert ihr? Ich bettele nicht, ich fordere es. Wir tolerieren eure Anmaßung nicht. Ihr beachtet die Regeln dieses Gerichts oder ihr werdet sofort schuldig gesprochen. Schuldig? Ihr seid schuldig? Ihr gesteht euer Verbrechen? nein, war nur Spaß. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nun, dann müssen wir euch wohl für eure Verbrechen verurteilen. Für die Verbrechen, die ihr gegen die Sith und die Gesetze von Arthur City begangen habt, verurteilt euch dieses Gericht zum Tode. Ihr werdet unverzüglich exekutiert. Bin ich jetzt wirklich tot? Und so endete die Geschichte. ja gut. Das ist ärgerlich. Mein letzter Speicher ist auch ein bisschen her, weil ich nicht wusste, dass ich nach... Na, egal. Ja, ich kann euch ja nicht... Nee, kann ich nicht mehr. War ich schon ganz hinten? Ja, habe ich das Datapad? Ja, hier. Das da. Okay. Kann ich nicht einfach zu den Nebeneingang raus? Eigentlich ist der andere Weg schneller, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, das wird jetzt blöd. Ich glaube, ich kann meine üblichen dummen und gemeinen Antworten hier nicht so wirklich bringen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich sonst nicht freigesprochen werde. Vielleicht sollte ich mich ja auch von ihm vertreten lassen. Ich meine, ich habe als Hinterhand das Datapad. Ich hatte eine Genehmigung. Es gibt keine Verbindung. Dabei bleibe ich. Ich denke, ich werde mich lieber selber verteidigen. Ich sagte nein. So, ich möchte schon probieren mit dem selber verteidigen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Speziell, wenn man böse spielt, aber mal gucken. Schuldig. Ja. Okay. Alles klar. Gut zu wissen. Ich wollte... Also mein Gedankengang, warum ich schuldig quasi als Antwortmöglichkeit ausgewählt habe, dass ich mich als schuldig bekenne, die Leute in der Basis angegriffen zu haben, aber es gibt ja einen Grund dafür, ne? Dass das Gericht quasi milde walten lässt, weil ich das ja schon mal zugebe, aber auch meinen Grund dafür nenne, warum das so ist. Okay, ich möchte es aber trotzdem mit dem selber verteidigen probieren. Dann sage ich jetzt nicht schuldig. Dann sage ich jetzt nicht schuldig. Schauen wir mal. Nicht schuldig. Der Prozess ist hiermit eröffnet. Den Vorsitz führen die Richter Shelka, Yosa, Nale Shekhan, Kota und Dula.
Dieser Prozess soll die Strafbarkeit und Bestrafung dieses Individuums bei dem kürzlich erfolgten Anschlag auf die Botschaft der Sith prüfen. In Anbetracht der Schwere des Prozesses verzichten wir auf die Formalität und fahren direkt fort. Ihr plädiert auf nicht schuldig, doch es gibt Gerichte über Waffenfeuer und Detonationen aus der Botschaft der Sith. Man hat euch gesehen, wie ihr die Botschaft betreten und wieder verlassen habt. Die Sith haben sich in dieser Angelegenheit nicht an die Behörde gewandt, doch in Anbetracht der vorliegenden Beweise seid ihr der Urheber dieser Unruhen. Warum wart ihr in der Botschaft der Sith? Ich habe das Verschwinden der jungen Selkath untersucht. Ihr glaubt, dass die Sith etwas damit zu tun haben? Der Außenwelt hat wahrscheinlich mit Shaelas in seiner Gerüchteküche gesprochen. Anzunehmen, habt ihr einen Beweis? Ich habe dieses Zeichen bei einem der toten Selkath in der Basis gefunden. Ich erkenne dieses Zeichen, es gehört Galas, einem der Verschwundenen. Ihr habt das in der Botschaft gefunden? Die Sith haben sie entführt. Wir haben festgestellt, dass dieses Zeichen wirklich von Galas stammt. Das beweist, dass die Sith vom Verschwinden unserer Kinder eine Mitschuld tragen. Aus Dankbarkeit dafür, dass ihr diese abscheuliche Vergehen aufgedeckt habt, werden alle Anschuldigungen gegen euch in diesem Vorfall betreffend fallen gelassen. Bis eine passende Strafe gegen die Sith verhängt wurde, darf das Sicherheitspersonal von Arthur City ihre Botschaft nicht mehr betreten. Okay, und was ist mit dem Datapad? Interessiert euch das nicht? Ach, das Datapad juckt euch nicht, oder was? Das ist doch viel interessanter als dieser blöde Talisman. Warte mal. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Und wie ihr seht, ich brauche keinen Verteidiger. Ich dachte halt, ich kann erst das mit dem Talisman sagen. Dann sagen die, ja, ja, okay, also den kannst du ja überall gefunden haben, bla bla bla. Nicht schuldig. Jungen Selkath. Ich habe dieses Datapad. Das Gericht hat auch diesen neuen Beweis in Betracht gezogen. Das ist höchst beunruhigend. Das Gericht wird sich für kurze Zeit zurückziehen. Wir haben festgestellt, dass es in der Tat ein Datapad des Sith ist. Das beweist, dass sie in einer Verschwörung zum Sturz der rechtmäßigen Regierung von Manaan beteiligt waren. Aus Dankbarkeit dafür, dass ihr dieses abscheuliche Vergehen aufgedeckt habt, werden alle Anschuldigungen gegen euch, die diesen Vorfall betreffen, fallen gelassen. Okay. Gut. Das hat sich dann wohl geklärt. I guess. Dann in die Kantine. In die Untersuchungszellen komme ich ja nach wie vor nicht, ne? Da war ich jetzt halt kurz drin. Nee. Wo war denn die Kantine? Hier, ne? Ja. Wobei da Söldner-Enklave steht, aber ich glaube, es war die Kantine. Ihn, seine Frage kann ich eigentlich noch nicht wirklich beantworten. Aber hier. Ich habe Informationen für euch, Shaelas. Vielleicht könnten ein paar Credits meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Wenn ihr etwas über eure Tochter hören wollt, besorgt ihr euch mehr Credits. Weitere 100 Credits. Okay, Sith, also die Sith bilden junge Selkath aus. Eure Tochter hat sich den Sith sogar angeschlossen.
Gib mir das Geld und verschwindet. Okay, also er berichtet jetzt der Regierung über diese Vorkommnisse. Ob da was passiert? Wer weiß das schon. Ich werde jetzt mal kurz einen Umweg nehmen. Ich gehe zu Evan Hawk zurück, weil ich ja in den... Und ich muss euch loswerden. Abermals. Muss schon wieder alleine zu diesem Treffen. Aber bitte, machen wir beim nächsten Mal. Denn für diese Folge war es das schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge. Ah, da ist der Typ mit seinem Droiden schon. Seht ihr? Dann bleib ich gleich hier stehen. Also, bis dahin. Ciao, die Lü.